Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Die Wespe Staffel 3. Die startet jetzt bei Sky und es geht immer noch um Eddie. Der tingelt von einem Darts-Turnier zum nächsten und möchte irgendwann mal in der englischen Premier League spielen. Und das ist ein großes Ziel. Ebenso auch von seiner Frau Manu. Die beiden sind immer noch zusammen, allerdings ist Manu hier deutlich weniger mit dabei. Und es geht nämlich darum, dass Eddie bei einem Turnier angesprochen wird von einem 14-jährigen Mädchen, nämlich Maxi, und die sagt, ey, du bist mein Vater. Und so entsteht ein interessantes Vater-Tochter-Gespann rund um Dart, aber auch um das emotionale, familiäre drumherum. Und das ist vor allem das Interessante. Wieso hast du die eigentlich nicht nach Benzingeld gefragt? Das konnte ich nicht. Ist ja Glück, dass ich dran gedacht habe, als du duschen warst. Arbeit, Mädchen. Ich bin kein Pferd. An Lob. Ja, für ein Pferd. Ich sag bald ja nicht mehr. Heul doch. Es ist unterhaltsam, spannend, weil auch sozusagen ein alter Bekannter aus Eddies Vergangenheit zurückkehrt. Den kennen wir noch nicht, aber das ist insgesamt gut besetzt. Es macht Spaß zuzugucken, weil wir halt auf der einen Seite diese Komödie haben, aber auf der anderen Seite auch dieses Emotionale. Dann immer wieder mal die paar schönen Shots, die sie von den Darts-Turnieren gemacht haben. Dementsprechend ist das eine sehr interessante, gute Mischung. Florian Lukas macht immer noch einen guten Job. Vor allem kommt er hier emotional mehr aus sich heraus als vorher. Dazu haben wir noch Sophie Paasch. Die ist als dieses 14-jährige Mädchen wirklich gut. Die schafft es, gute emotionale Momente zu erschaffen. Und das ist eine schöne Harmonie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Da oben gibt's nur dich, niemanden sonst. Beim Dart spielst du einzig und allein gegen dich selber. Ich will doch gar nicht allein spielen. Ich will, dass du bei mir bist und mir hilfst. Vertraust du mir? Bisschen. Ein bisschen reicht. Ich hab eine Idee. Komm mit drin und ich verrate sie dir. Insgesamt ist diese Serie deutlich stringenter, besser durcherzählt und weniger hektisch und ein bisschen nicht so over the top, wie die zweite war. Und das fand ich in den 6 Folgen sehr angenehm. Die haben sich schnell und schön weggeguckt. Es war einfach was Schönes zum Anschauen. Und dementsprechend kann ich die am Ende nur klar empfehlen. 4 von 5 Punkten ist schön geworden. Es gibt 1, 2 Folgen, die vielleicht so einen leichten Durchhänger haben. Aber sonst ist es ein schöner Drive. Es ist eine gut erzählte Geschichte. Und vor allem das Emotionale in dem Fall, weil es nicht nur zwischen Eddie und Manu ist, sondern halt eine neue Komponente damit reinkommt, hat einen guten Vibe verbreitet. Dementsprechend klare Empfehlung, wenn ihr Sky habt, könnt ihr euch das auf jeden Fall jetzt Anfang Dezember anschauen. Ist eine schöne neue Staffel von Die Wespe geworden. Und wenn ihr die ersten 2 noch nicht gesehen habt, erste auf jeden Fall eine Empfehlung. Die zweite schaut sich auch ganz gut, ist allerdings ein bisschen schwächer als die erste und die dritte jetzt. Dementsprechend, das war's soweit mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.